Hi Leute und ein herzliches Willkommen einer weiteren Aufnahme Minecraft Vanilla 2023. Wir haben uns hier nicht unterkriegen lassen nach unserem letzten tragischen Tod, wo wir echt viel verloren haben. Wir machen weiter. Wir machen direkt wieder eine Höhlentour und bis jetzt läuft es ganz gut. Aber ja, ich hasse diese Typen da und sie hassen mich. Wir wissen beide nicht warum. Am liebsten würde ich sagen, ihr habt mich nicht gesehen und ich habe euch nicht gesehen und wir gehen einfach unsere Wege, aber... Aber darauf haben die keine Lust. Die wollen Stress. Dann kriegen sie Stress. Guck mal, da oben ist auch noch Kohle. Kohle ist sehr gut. Kohle ist super. Ich will ganz viel davon haben. Oh nein, wir müssen uns jetzt hochbuddeln. Das lief immer kacke. Aber wir machen es trotzdem. So. Ach. Der Bruchstein sieht doch irgendwie cool aus, oder? So zum Bauen, weil der feinmaschiger ist. Ich glaube, das ist cooler. Guck mal, da oben ist auch noch Kohle. Gehe ich mal genau hier drunter. Jetzt hätte Lava von oben runterkommen müssen. Ach, da hätte ich mich aber gefreut. Da hätte ich mich so doll gefreut, da hätte ich das ganze Spiel direkt deinstalliert und den Kanal gelöscht. So doll hätte ich mich vor Freude, weißt du? Einfach so, siehst du, ich brauche das alles nicht mehr machen. Die Freude war so groß. Ab jetzt kannst du nur schlechter werden. Oh. Oh, der sieht aber auch fertig aus. Eisen. Guck mal, ein Leichtfisch. Achso, ich wollte uns ja sowieso noch. Ich wollte uns dann Eisen noch einschmelzen. Aber egal, oder? Ist das egal? Ist egal. Da ist irgendwie so ein Eingang. Der sieht interessant aus. Okay. Pass auf, wir tun's jetzt. Wir machen jetzt mal eine Kohle rein. Nee. Ich muss gestehen, ich habe ein bisschen Angst.
Okay. Wir können uns eine Hose machen. Eisenhelm, Eisendings. Yeah. Auf jeden Fall noch eine Spitzhacke. Ja, und das reicht. So. Und jetzt Todesmut. Und ich leuchte erst aus. Ich habe echt Angst. Hier ist so viel Eisen. So, machen wir erstmal bis hier. Ich mache etappenweise, damit ich immer ausgeleuchtet habe. Kohle. Das ist irgendwo Lava. Die brutzelt da ganz wild vor sich hin. Ich will gar nicht wissen, von wo. Na doch. Damit ich da irgendwie nicht irgendwie einen Block wegmache und dann verbrennen wir jämmerlich und dann heule ich wieder, weil wir schon wieder so dumm gestorben sind. Und ich sag mit Absicht wir, damit ich nicht alleine dran schuld bin. Weil ich schlau bin. Schlau und manipulativ. So. Cool, hier geht's ja auch noch weiter. Manometer. Ich hab Angst, ich hab Angst, ich hab ganz schön dolle Angst. Boah, aber schön viel Kohle, ey. Das gefällt mir gut. Und Eisen haben wir jetzt auch. Wow. Ich will mich nicht beschweren, aber die machen mich psychisch fertig, diese Geräusche. Ich bin schon ganz Uffi löst. Ah, da haben wir die Fackel hingeworfen. Im Licht der Fackel verbrannt sind sie alle. Wir haben eine richtig echte Höhle gefunden.
Ich weiß schon gar nicht mehr, wo wir sind, wirklich. So. Und auf schwer muss man ja wirklich richtig vorsichtig sein. Oh, was ist das denn? Ach, das ist Gravel. Die Geräusche werden lauter. Die freundlichen. Hau ab! Fledermäuse sind einfach nur gruselig. Warum gibt es diese Tiere? Na, es sind schon... Ja, jetzt kommen wieder welche. Sind faszinierende Tiere, ja. Kann doch sein. Spinnen sind auch sehr faszinierende Tiere. Aber auch gruselig und ekelhaft. Ich will ja gar nicht sagen, dass... Oh Gott, was mache ich denn? Ich will ja gar nicht sagen, dass Spinnen kacke sind, ne? Aber man wird ja wohl mal noch sagen, du... Ich habe das Gefühl, dass hier komische Dinge passieren. Dass man jetzt so Spinnen nicht niedlich findet. Aber ich kenne auch einen, oder ich kannte mal einen, der hat Nacktkatzen gezüchtet. Ey, wirklich jetzt mal. Also hübsch ist das nicht. Und er hat auch zugegeben, das findet man geil, weil sie so hässlich sind. Hä? Und frag mich jetzt nicht, wie der das gemeint hat. Es scheint eine Faszination für das Hässliche zu geben. So was scheint es wirklich zu geben. Wo bin ich denn hier schon wieder? Guck mal. Da unten ist nur Tod und Verderben. Und Kohle. So. Schwupp, schwupp, flupp, flupp. Dum, 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 dum. Ich würde schon fast sagen, wir können ja nach Hause gehen, uns erstmal stärken und so, aber womit? Wir würden genau so auch wieder eine Höhlentour machen. Genauso equipped wie jetzt, weil mehr haben wir ja nicht. Das lassen wir erstmal außen vor. Ich liebe diesen Track, Alter. Ich fühle ihn. Epilepsie-Warnung. Das sagt man davor, nicht danach, wa?
So. So, lass uns Command & Conquer spielen. Die Mucke klingt so wahr. Oder so ein deutsches ARPG. Ist das Sacre 2? Ich spiele apropos gerne. Und habe ich auch damals gerne gespielt. Aber es ist Trash. Also so von der Musik und so und alles so. Ach na, eigentlich ist es Trash. Das soll sowas wie Diablo sein, aber es ist... Das sind so Spiele, die liebt man, weil sie Liebe brauchen. So. Und irgendwie machen sie so auch dann süchtig. Also die sind dann auch irgendwie nicht kacke genug. Seven Days to Die war mittlerweile ernstzunehmendes Survival-Game. Ich fand es schon immer ernstzunehmend. Aber im Grunde war das vor allem am Anfang auch... Also man kann schon sagen, es war ein Trash-Game. Von der ganzen Atmo und so war das jetzt nicht unbedingt so ein Profi-Ding. Was ist das denn da oben? Muss ich jetzt da runtergehen? Ich gehe doch jetzt nicht da runter. Wo die fucking Links sind. Hä? Hallo, Mami? Guck mal, was ich übersehen habe. Hey Leute, wie war denn das? Äfte? Hä, wollt's mir vor albern? Da lang? Nee. Jetzt bin ich ja der dritte Mal. Nee, doch, hier lang. Da, da, da. Genau. Wo kommt der denn her? Es ist alles ausgeleuchtet. Ah, vielleicht von hier. Vielleicht von hier, wo nicht ausgeleuchtet ist. Oh, was denn? Nee. Ich bin für euren Quatsch nicht verfügbar, ihr untoten Gestalten. Nein, nein und nochmals, nee. Nee, mich nicht einsperren. Nicht, wenn die so laut sind. Wo kommt denn das immer her? Ich mach von Weitem, dann können wir das schnell einsammeln und dann schnell abhauen. So. Oh, hier ist auch, guck mal. Ah, hier kommt das also her. Hallo. Icke. Na? Ihr seid doch eigentlich meine Kumpels, oder? Wollen wir nicht einfach mal aufhören, uns hier mal abzuschlachten? Bei unserem Lager waren sie ja auch schon. Da konnten sie ja gar nicht die Augen von mir lassen. Also eigentlich mögen sie mich, ja. Eigentlich mögen sie mich. Wie viel Eisen haben wir denn? Oh, guck mal, wir haben fast einen Stack Eisen sogar. Das ist doch cool. Wir brauchen mehr. Fehler Nummer 1, greeden. Nicht draußen lernen. Check. What is that?
Okay, wir sind bei 21 Minuten, Leute. Gut, und ich würde sagen, wir machen mal beim nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich. Echt herzlich fürs Zuschauen. Wenn ihr Bock habt, lasst ein Abo da. Oder klickt auf das empfohlene links. Und rechts ist Abo. Und in der Mitte ist Steve. Und ein Krebser. Und ein Wuffi, wo man die Sicht nicht sieht. Naja, ist auch real. Tschüss.